Willkommen auf der Cebit Preview. Wir sind hier bei AOC und haben hier eine Ladung Bildschirme gefunden, denn sie sind mit Philips hier zusammen da und haben günstige Displays, zum Beispiel hier einen mit MHL im 23 Zoll Format und mit einigen Anschlüssen, wie ihr hier auf der Rückseite erkennen könnt. Dann kommen wir weiter zum nächsten Modell, nachdem ihr hier kurz den Namen anschaut. Und zwar ein bisschen größer, auch mit LED und einem schönen Brushmetall. Und der hat auch einen Design Award gewonnen hier, ebenfalls mit MHL. Also ihr könnt das wunderbar auch mit eurem Smartphone bedienen und auch ohne den Standfuß benutzen. Hier haben wir auch viele Anschlüsse vorhanden. Allerdings kann man hier die Höhe nur wenig verstellen, beziehungsweise auch das Kippen geht nicht so einfach. Aber dafür wird der Preis sehr attraktiv sein, genauso bei dem 29 Zoll 21:9 Display hier von AOC, der Q2963, den es für 490 Euro geben wird. Leider allerdings auch nicht höhenverstellbar, hat aber noch Lautsprecher mit integriert, wie ihr hier sehen könnt an der Seite. Kann man auch an die Wand hängen, dank der WESA-Standhalterung. Hier und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Anschlüsse, wie zum Beispiel DisplayPort, DVI und VGA. Dann kommen wir zum nächsten, eher Business-Gerät, 23 Zoll und 24 Zoll Modell. 23 Zoll ist eher für Business-Anwender mit Pivot-Funktion. Und dann haben wir hier das 24 Zoll Modell mit deinem TN-Panel, was eher für die Gamer eigentlich sehr gut ist. Auch mit beide jeweils Full-HD-Auflösung. Da brauche ich euch, glaube ich, die Anschlüsse nicht unbedingt zeigen. Aber eigentlich beide sehr schick. Und danach kommen wir zu den Philips-Modellen, die ihr dann im nächsten Video anschauen könnt, die allerdings auch sehr ähnlich sind, wenn ihr das zugeschaut habt bei der Cebit Preview 2013. Mein Name ist Balasch Karl und das waren hier die AOC Panels für die erste Jahreshälfte 2013.